Wir werden heute 5 Jahre Hilfe für Schwangere gefeiert und ich habe vorhin schon ein Interview geführt mit Frau Giffey, wo wir gerade darüber gesprochen haben, wie das denn ist so für eine junge Zielgruppe, wie die das Ganze wahrnehmen. Ja, Lisa Sophie ist in der Generation der Mit-20-Jährigen und hat einen großen Zugang zur jungen Community. Wir erleben immer wieder, dass natürlich gerade bei den ungewollten Schwangerschaften auch viele Minderjährige dabei sind, sehr, sehr junge Frauen. Und wenn sie sich dafür einsetzt, dass das Hilfetelefon Schwangere in Not und auch die Möglichkeit der vertraulichen Geburt bekannt gemacht wird, dann ist das für uns ein sehr wichtiger Weg, auch an unsere jungen Zielgruppen heranzukommen und jungen Frauen, die in Not sind, die Unterstützung zu geben, die sie tatsächlich auch brauchen. Also ich habe vieles jetzt aus der Praxis nochmal gehört, wie denn wirklich auch ja, in den Einzelfällen vorgegangen wird, in welchen Schritten geholfen wird, dass zum Beispiel auch geguckt wird, okay, wo ist der nächste Rettungssanitäter in der Nähe oder ja, wie es auch teilweise wirklich in den Lebensrealitäten der Leuten aussieht, wo man irgendwie ganz lange versucht, dann einen Bauch zu verbergen oder irgendwo die Familiensituation einfach so ist, dass man nicht offen drüber reden kann. Das ja, ist schon krass zu hören. Es geht hier um Schwangere, die sich in einer Notlage befinden, die ungewollt schwanger sind und ihr Kind nicht selbst behalten können oder wollen, dass sie es unter medizinischer Versorgung, Beratung und Betreuung zur Welt bringen und dann eben auch gut für das Kind gesorgt ist. Es sind vor allem sehr, sehr unterschiedliche Fälle. Das kann Angst sein, dass der Arbeitgeber erfährt oder dass die Familie davon erfährt oder dass jemand im Dorf davon erfährt. Ja? Wir haben in den letzten 5 Jahren, seit das Gesetz in Kraft ist, 570 Babys in Deutschland gehabt, die zur Welt gekommen sind mit der vertraulichen Geburt. Und das ist ein großer Erfolg für dieses Gesetz. Das erste Ziel wird erreicht, dass Frauen an das Hilfesystem herangeführt werden. Und das zweite Ziel wird erreicht, dass die Zahl der anonymen Kindsabgaben gesunken ist, deutlich unter den Trend, der zu erwarten gewesen wäre. Ich würde mir einfach generell wünschen, dass viel offener über diese Themen gesprochen wird, also dass gerade diese Ängste gar nicht erst entstehen müssen und auch schon viel jünger und niedrigschwelliger rangegangen wird an das Thema. Wer in Not ist, bestimmt nicht irgendwer, sondern die Person, die Schwangere, die betroffen ist und sich einfach alleine fühlt und viele Fragen hat, die ist berechtigt, dort anzurufen. Jeder, der Hilfe und Unterstützung braucht in so einer Ausnahmesituation, soll die Unterstützung bekommen, die sie braucht. Und dafür auch ein bisschen die Hemmschwelle, die Angst zu nehmen und zu sagen, du kannst da anrufen, es ist anonym, es ist kostenlos, es ist rund um die Uhr und es sind 18 Sprachen, in denen hier beraten und unterstützt wird und weitere Hilfe auch gegeben wird. Das ist die Botschaft des heutigen Tages.